Schmuck ist wegen der Verletzungsgefahr beim Kampfsport ein absolutes No-Go. Und Lea wäre nicht meine Trainerin Lea, wenn sie mich nicht dabei erwischt hätte. Normalerweise gibt's als Strafe pro Schmuckstück 10 Liegestütze. Zum Glück war sie gnädig mit mir, weil sie wahrscheinlich wusste, dass ich all meine Kraft brauchen würde für das, was jetzt kam. Bisher habe ich nur die Basics vom Boxen gelernt, aber ich hatte auch Lust, Kickboxen auszuprobieren. Dafür wurde ich erstmal mit allem Nötigen ausgestattet, gefolgt von einem Warm-up, das ich eher als Hot-up gestaltete. Dann hat mir Lea gezeigt, auf was ich bei den Kicks achten muss, und ich sag's euch, das ist echt eine mega koordinative Herausforderung. Lea erklärt auf ihrem Kanal die wichtigsten Dinge dazu, schaut da gerne mal vorbei. Ich feiere unsere Einheiten nach wie vor und fühle mich danach immer wie eine kleine Kampfmaschine.